Hallo zusammen, ich bin Manu von Tietz. Ich bin einer der beiden Gründerbrüder dieses Startups und wir beschäftigen uns nicht nur mit dem virtuellen Klassenzimmer, das heißt mit dem Distanzunterricht, dem virtuellen Distanzunterricht, sondern vor allem auch mit dem Thema, Jugendliche zu unterstützen, in ihren Interessen zu stärken und mit richtig coolen Persönlichkeiten zusammenzubringen. Wir sind auch als Teil der Zukunftswoche von Wir für Schule dabei und freuen uns schon riesig, sogar einen Workshop geben zu dürfen. Aber darum wird es nicht im Detail gehen. Aber ich möchte euch kurz einen Eindruck davon vermitteln, was wir alles machen, warum wir das Ganze machen, damit ihr inspiriert seid, an der Zukunftswoche aktiv teilzunehmen und euer eigenes Ding zu finden und die Schule von morgen mitzugestalten. Worum geht es in unserem Workshop überhaupt? Der Titel lautet: Die Schule von heute trifft auf Know-how von morgen. Was soll das Ganze grob bedeuten? Wir wollen, dass die Schule sich öffnet für all die Expertise, für all die coolen Menschen da draußen, die Experten, die tagtäglich in Unternehmen arbeiten, ein super Wissen anhäufen, tolle Erfahrungen machen und sie sollen diese Erfahrungen mit euch teilen. Aber ich möchte euch jetzt erstmal erklären, wer wir sind, was wir machen, warum wir was machen. Gestartet sind wir, wie gesagt, mit dem virtuellen Klassenzimmer. Und da ist es wirklich so, dass wir in erster Linie eigentlich 2020 Schulen durch die Pandemie begleiten wollten. Wir wollten, dass Schulen erstmal den Unterricht, so wie man ihn kennt, mit Handheben an die Tafel gehen und, ganz einfach auch digital machen kann. Also das heißt, ganz normale Unterrichtsdurchführung, nur digital. Wir wollten gar nichts großartig ändern an der Tatsache, wie der Unterricht durchgeführt wurde. Wir wollten nur Schulen durch die Pandemie helfen. Aber ein wichtiger Punkt in den ganzen Gesprächen, die wir mit den Schulen geführt haben, war, dass wir auch erfahren haben, dass es ganz andere Probleme teilweise gibt. Praktika sind zum Beispiel ausgefallen. Und das war für uns ein wichtiges Thema zu sagen, hey, da können wir mitwirken, da können wir helfen, dass diese ganzen ausgefallenen Praktika in irgendeiner Weise kompensiert werden. Und bei einem Praktikum geht es ja eigentlich wirklich darum, praktische Erfahrungen zu sammeln, in ein Unternehmen mal reinzuschnuppern und in möglichst kurzer Zeit schon Eindruck davon zu erhalten, was einen später mal erwarten könnte. Es geht ja in einem Praktikum nicht um die Ausbildung oder ein Studium oder ähnliches, sondern um das, was man dann später im Berufsalltag macht. So, wir haben dann die Inspiration Days ins Leben gerufen. Die Inspiration Days sind ein dreitägiges Online-Event für Berufsorientierung und vor allem Inspiration. Das heißt, wir wollten an den Inspiration Days und wir werden auch an den kommenden Inspiration Days Ende September nicht darüber sprechen, wie eine Ausbildung aufgebaut ist, sondern diese ganzen Menschen hinter mir werden euch sagen, zeigen, erklären und auch ihre Erfahrungen mit euch teilen, warum sie welchen Beruf und wie sie ihn tagtäglich ausüben. Da geht es wirklich darum, einen Blick hinter die Kulissen von diesen großen Mauern vieler Unternehmen zu werfen und zu verstehen, warum die Leute dahinter sind, so begeistert sind, jeden Tag zur Arbeit zu gehen und was sie dort auch jeden Tag auf der Arbeit machen. Das ist so ein Punkt, den wir mit den Inspiration Days ins Leben rufen wollten. Und die Inspiration Days werden, wie gesagt, Ende September wieder stattfinden. Mit dabei waren schon Leute wie Joko Winterscheid, Michael Ballack, Philipp Lahm, Celia Sasic, Astronauten und Astronautinnen, Rennfahrer und Rennfahrerinnen, Meeresbiologen, verschiedenste Berufsbilder. Wir wollten euch einfach nur einen Blick hinter die Kulissen geben, sogar von sehr berühmten Persönlichkeiten und euch zeigen, was die im Alltag machen, wie sie überhaupt dahin gekommen sind, wo sie heute stehen und ja, wie sie vielleicht auch aus Fehlern gelernt haben und mit Rückschlägen umgegangen sind. Darum ging es in den Inspiration Days. Ein dreitägiges Event online über unsere Plattform, die wir natürlich in erster Linie selbst entwickelt haben, ursprünglich für den digitalen Unterricht. Das waren die Inspiration Days im Mai und im November 2021 und dieses Jahr wieder Ende September. Aber das war nicht genug, weil wir als Startup wollen natürlich auch herausfinden, wie wir regelmäßig mit unseren Nutzern und Nutzerinnen umgehen können, wie wir das Beste aus dem herausholen, was wir bieten können. Und wir hatten einmal die Software und auf der anderen Seite dieses coole Netzwerk aus coolen Experten und Expertinnen, aus coolen Menschen, die einfach nur Bock haben, ihr Wissen weiterzugeben und Kids auch zu coachen. Genauso wie eure Lehrkräfte, die tagtäglich dafür da sind, ihr Wissen an euch weiterzugeben. Aber diesmal mit Menschen aus der Berufswelt, nicht aus der Schule. Und da kommen wir zum ersten Punkt. Es ist wichtig, auch einen Blick dafür zu bekommen, was außerhalb der Schule überhaupt passiert. Zum Beispiel in einem Praktikum. Praktikum ist nicht immer möglich. Manchmal ist vielleicht ein Unternehmen, das einen interessiert, auch viel zu weit weg. Und gerade im Schulalter ist es schwierig, vielleicht auch nochmal 300 bis 400 Kilometer einfach so hinzunehmen und zu fahren. Ja, aber ein wichtiger Punkt für uns war immer, die individuellen Interessen von Kindern zu stärken und ihnen vielleicht das auch zu bieten, was eine Schule im Alltag einfach nicht bieten kann, weil das Curriculum nun mal so ist, wie es ist. Lehrkräfte haben auch einen Auftrag,
einen bestimmten Lehrplan durchzuführen und euch Wissen beizubringen, das in diesem Lehrplan steht. Kommen wir zum nächsten Punkt. Wir haben aus den Inspiration Days super tolles Feedback bekommen von Schülerinnen und Schülern, von Eltern, von Lehrkräften, von allen möglichen Personen, die das Ganze mitbekommen haben, vielleicht aus den Medien, aus TAF auf Pro7, aus der Zeitung, wo auch immer. Es wurde sehr viel darüber berichtet. Und das Tolle war dann auch die Frage, ja, könnt ihr mal in mein Kind beispielsweise mit Benedikt Wells, einem Schriftsteller, zusammenbringen? Kann mein Kind mal einen Einblick werfen in das, was er tagtäglich macht? Könnte er vielleicht meinem Kind erklären, wie man überhaupt Schriftsteller wird? Und. Das waren solche Fragen, die mehrmals aufgetaucht sind, auch zum berühmten Musikproduzenten. Da wurde gefragt, hey, kann ich meinem Kind nicht mal einen Gutschein zum Weihnachten schenken, sodass das Kind 2-3 Stunden einfach mal mit diesem Musikproduzenten sprechen kann, über die Erfahrungen, auch über die Wünsche dort zu äußern und einfach darüber zu sprechen, welchen Schritt man am besten macht, um Musikproduzent am Ende des Tages zu werden. Weiß das einer? Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Aber genau das ist der Punkt. Wenn es etwas gibt, was euch in der Schule interessiert oder in eurer Schulzeit interessiert, aber ihr es vielleicht in der Schule gar nicht ausüben könnt, weil zum Beispiel keine passende Theater-AG gibt oder weil es einfach nicht die richtigen Lehrkräfte gibt vor Ort, die sich mit diesem Thema beschäftigen, da stellt man sich die Frage, woher holt man sich das Wissen? Und genau das ist der Punkt, den wir mit unseren Teach Circles, unserem eigenen Mentoring-Programm, ins Leben gerufen haben. Worum geht es bei den Teach Circles? Eigentlich ziemlich simpel. Die Teach Circles sind nichts anderes als kleine virtuelle Lerngruppen, die live mit einem Mentor über ein bestimmtes Fokusthema sprechen. Stellt euch vor, ihr seid mit 10 Kindern virtuell, ihr kennt es wahrscheinlich aus dem Digital- oder aus dem Distanzunterricht, zusammensetzt und zu einem bestimmten Thema, das euch alle interessiert, mit einem Experten von da draußen spricht. Benedikt Wells hatte ich schon erwähnt, Bestseller-Autor. Wie kommt man an den ran? Über unsere Plattform. Ihr könnt dann in einer kleinen Gruppe mit Benedikt Wells über eure Lieblingsbücher sprechen, über euer eigenes Buch vielleicht auch, wie man Einleitung schreibt, wie man vielleicht dann auch später im Berufsalltag überhaupt tagtäglich arbeitet, weil da geht es auch darum, zum Beispiel mit einem Verlag zusammenzuarbeiten. In der Schule, glaube ich, lernt man nicht, wie man mit einem Verlag zusammenarbeitet und wie man sich dort vor allem auch präsentiert. Also das heißt auch, das Thema Selbstvermarktung und Persönlichkeitsentwicklung sind immens wichtig für diesen Beruf und auch für viele weitere Berufe. Aber bleiben wir beim Thema Schriftsteller. Oder wisst ihr zum Beispiel, wie sich das Gehalt eines Schriftstellers zusammensetzt? Nur aus dem Buchverkauf? Nicht ganz. Und das sind solche Dinge, die wir Kindern und Jugendlichen näher bringen wollen, die sich für ein bestimmtes Thema interessieren. Auch zum Thema Rennsport, Meeresbiologie, was vielleicht in der Schule teilweise angerissen wird, aber nie in der Tiefe, sodass ihr euch vorstellen könnt, was ein Meeresbiologe tagtäglich in der Antarktis zum Beispiel macht. Wir haben viele verschiedenste Themen und viele coole Experten, die ihr Wissen mit euch teilen wollen. Und genau das ist nämlich der Punkt. Jetzt geht es uns auch darum, wie bekommen wir das, was wir am Nachmittag anbieten, generell in die Schule? Also wie können wir die Schule öffnen, um das Wissen von da draußen in die Schule zu bringen. Aktuelles Wissen, nicht das, was in einem Buch gedruckt steht. Weil wenn Bücher gedruckt werden, dann sind sie meistens schon veraltet. Und ihr kennt das selbst, ihr schaut auf YouTube, ihr schaut irgendwo auf Wikipedia nach, da holt ihr euer aktuelles Wissen her teilweise, was euch ein Schulbuch nicht bieten kann. Und jetzt geht es darum, was ist mit einem Biochemiekonzern beispielsweise, der ums Eck sitzt, der tolle Mitarbeiter, tolle Laborantinnen und sich mit tollen Themen beschäftigt, sei es auch Thema Virologie oder ähnlichen. Stellt euch vor, ihr könnt diese Person in euren Unterricht einladen und darum geht's. Wie schaffen wir es, zu welchen Fächern, welche coolen Themen und Experten zu euch in den Unterricht zu holen? Das ist der Punkt, für den ich hier anregen möchte. Das ist auch ein Punkt, den wir gemeinsam in unserem Workshop besprechen wollen. Von daher meldet euch gerne für unseren Workshop an oder schaut auch gerne bei uns einfach, was wir machen. Kommt auf uns zu, sprecht mit uns, äußert eure Wünsche, aber ich würde mich riesig freuen, euch in unserem Workshop willkommen zu heißen und mit euch gemeinsam an dem Punkt zu arbeiten, wie können wir der Schule von heute das Know-how von morgen beibringen? Wie können wir das reinkriegen in die Schulwende? Das ist der Punkt. Hab mich gefreut, euch kennenzulernen. Liebe Grüße da draußen und meldet euch gerne bei uns, falls ihr Fragen habt.